Yo, Peace Leute und willkommen zum zweiten Part von The Walking Dead, Staffel Nummer 2. Wir sind gerade in irgendeinem Lager oder einem alten Lager angekommen, besser gesagt. Und suchen hier jetzt, denke ich mal, ein bisschen nach Essen. Da ist eine Actionfigur. Nice. Aber beißt der mal den Kopf ab? Vielleicht schmeckt's ja. Werfen Frisbee für den Hund. Hm, ja komm. Mach das mal. Dass der kleine Hund auch ein bisschen Spaß hat. Nicht nur wie beim Zocken. So, zack, her mit dem Ding. Hey, wanna play? Wanna play catch? Ja, bestimmt. Mit dem Kleinen hat bestimmt noch Ewigkeiten keiner mehr gespielt. Zick. Nice. Okay, der gönnt sich. Na, ist sogar erzogen. Good boy. Good boy. Sehr schön, wir können sie jetzt nochmal werfen, aber Zelt, ist irgendwas drin ist. Bestimmt. Maybe we better not wait around to find out. Oh ja. Nicht nochmal Bock auf irgendwelche Banditen. Oder sonstigen Scheißdreck. Vielleicht waren es ja jemand im Bus. Ja komm, durchsuch dir den Scheißdreck da, ne? Als ob es nicht irgendwas zu essen gibt, noch irgendwas. Ein Foto von der Familie. Ah, die war wohl hier. Oh ja, das wäre schon ziemlich schön, würde ich mal sagen. Grill, ja, schau es dir mal an. Vielleicht stand irgendwie ein Stückchen Fleisch drin. Oh, der ist ein bisschen kaputt. Da hinten ist nur der Hey. Hey, Boy, what's the matter? Oh, oh. Kommt da irgendjemand? Der Hund ist ziemlich laut, ne? Oh, Hund, mach mir doch nicht so einen Stress. Eine Kühlbox. Oh, da könnte überhaupt eine Kühlbox. Da lagert man eigentlich nur Essen. Oh God, no food on the grill, nothing in the cooler. Ugh, I hate scavengers. They take everything. Oh, Chef hat da irgendeinen Zombie-Kopf oder so drin. Hey, beruhigst du dich jetzt mal, Bro? Oh, ein Walker. It's okay. He's dead. Look, nee. You can see the bite. Looks like he tried to cut it out. But that never works. Ever. Ja, sehr schön. Deshalb, wir haben die richtige Entscheidung getroffen damals mit Lee, um uns den Arm nicht abzuschneiden. Seht ihr? It's okay. We're smart. He's not. We're smarter than all of them. Oh ja. Ja, das Messer könnten wir echt gebrauchen. Hey, ganz ruhig. Dreh ihm einfach den Kopf ein oder so. Können wir den nicht irgendwie töten? Hey, it's okay, ganz ruhig. He can't hurt us. Der lockt nur noch mehr an. Ich kann mir vorstellen, dass er es selber gemacht hat. Ah, ein Ast. Und damit können wir ihn wohl erledigen. Clementine, das Monster. Jetzt springt der so rein, während wir den da erschlagen wollen. Und zack. Sehr schön. Und jetzt können wir uns das Messer nehmen. Oh, riecht bestimmt super. Oh, er lebt sogar noch. Dann halt nochmal kommen. Richtig aufs Maul. Der lebt bestimmt immer noch. Ja. Haben doch einfach die Spitze einfach in die Fresse. So, jetzt komm. Ja. Jetzt. Und nochmal oder was? Ja, halt nochmal. Ist mir egal. Jetzt. Das sieht schon besser aus. Lecker Gehirn. Yummy, yummy. We just have to stay out of their reach. Auch der Hund. Durchsuchen Tasche. Nehme erstmal das Messer. Stelle ich mir erstmal wichtiger, seine Tasche zu durchsuchen, aber werden wir gleich noch tun. Wenn wir schon tun können. Still pretty sharp. Sehr schön. At least we found haben wir auch was zur Verteidigung. We won't go so was Kleines. Night food, okay? Okay, die Taschenbilder willst du jetzt gar nicht mehr durchsuchen. Was ein Wurfmesser ist das? Okay.
Dann, hier ist noch ein Zelt. Was ist hier? Eine Dose. Ist da was drin oder ist die leer? Die ist bestimmt leer. Die ist hundertprozentig leer. Oder? Ja. Oh Mann, diese Essenssuche. Hier ist noch ein Zelt. Vielleicht ist da. Ah, das wird bestimmt nichts mehr drin sein, oder? Ja, schon, die nehmen sich alles mit natürlich, was wir kriegen können. Den Frisbee wollen wir jetzt nicht nochmal werfen. Hier sonst noch irgendwas. Irgendetwas. Was nach Essbarem aussieht, das sieht echt nicht so aus. Oh Mann. Müssen doch die Scheißplünderer zurückgelassen haben. Die können wir jetzt auch nicht mehr durchsuchen, die Taschen oder so. Okay, der hat bestimmt nichts zu. So ein paar Gummibärchen hat er da bestimmt versteckt. Hier ist nichts mehr. Ah, hier noch. Hund. Ja, komm. Streichel den mal. Der hat's verdient. Ja, oh, der Kleine. Ja. Du bist unser neuer Liemann. Hier ist noch eine Mülltonne. Bestimmt ist da jetzt was drin in der Mülltonne. So in Kühlboxen oder so ist nix, aber in der Mülltonne ist bestimmt was. Here we go. Sag mir jetzt nicht. Oh my God. Thank you. Dein Ernst, in der Mülltonne. In so einer Kühlbox ist nix, aber in so einer scheiß Mülltonne. Let's see what's inside. Bestimmt Bohnen oder so eine Scheiße. Irgendwas, was man nicht essen will. Oh. Genau, das Messer haben wir ja, das ist perfekt. Please don't be bad. Oh ja, das wäre echt ernüchternd. Zack, nein mit dem Scheißdreck. Komm hier auch nochmal. Und noch ein letztes Mal. Boom. Tschikau. Was ist das? Mach das auf. Was ist denn das? Was soll das? Soll das echt Bohnen sein? Keine Ahnung. Ja, dem müssen wir auch was geben. Und füttern. Wir füttern ihn. Der Kleine hat's verdient. Ja, komm, der Kleine. Hm? Was? Füttern Hund, ja. Hey! Du kleiner Fresssack. Boah, du Pisser! Du Ab... Alter! Digga! R2. Lass mich jetzt los! Alter, du dreckiges Stück Scheiße! Hat der Tollwut oder was? Der war doch korrekter Mann! Was für ein Bastard, Alter! Da sieht man, selbst Hunde würden für Essen töten. Selber schuld. Tut mir echt leid. Sieht zwar echt böse aus, aber... Nicht zu... Nein, töten. Nicht zurücklassen. Das wäre asozial. Wir töten ihn. Wir machen seinem Leid am Ende. Tja, Bro. Das kommt, wenn man zu gierig ist. Sorry. Das war's wohl mit dem armen Sam. Aber wir haben uns das Essen. Wow. Immer schön die Situation aufheitern. Aber wir haben es gebissen, Alter. Oh. Sieht ja richtig krank aus. Richtig tief. Der Scheißköter, Alter. Mensch. Da haben wir gedacht, wir haben einen neuen Freund gefunden. Und dann verlässt er uns einfach. Entschuldigung. Und jetzt sind wir wieder alleine unterwegs durch den Wald. Oh Mann. Ja, und da bist du bestimmt weh wie Hölle. Ich will es mir gar nicht vorstellen. Was geht ab? Warum hältst du an? Oh, die ist bestimmt auch müde und so. Ja, das sieht man hier schon ein bisschen an. Die schleppt sich ja nur so halb. Hoffentlich hat der Hund nicht irgendwelche Krankheiten gehabt oder so eine Scheiße. Das
wäre jetzt echt Stier. Oh nein. Nicht weinen, Clementine. Es wird alles gut. Es wird alles gut. Oh ja, die ist ja bestimmt fertig, ey. Ja klar, was weiß ich jetzt. Knapp 2 Jahre oder so eine Zombie-Apokalypse da. Bist du psychisch total gefickt. Vor allem als kleines Kind auch noch. Die arme Clementine. Mit ihrer schönen Mütze. Nicht einschlafen. Clementine, du solltest nicht so offen einschlafen. Also ich sehe mich gerade nicht um, das macht die von selber. Da ist ein Zombie. Und da ist noch einer. Wie wär's mal mit aufstehen, Bruder? Du bist vielleicht müde wie Scheiße, aber du musst aufstehen. Komm, Kleines, das schaffst du. Wie hören sie denn her? Wir laufen jetzt genauso schnell wie der. Lauf, okay, ich lauf. Kann ich schneller laufen? Ich kann nicht schneller laufen. Hilfe! Ich kann nicht schneller laufen. Hä, ich kann nicht schneller laufen! Okay, ich glaube, wahrscheinlich sollte es echt so sein. Ah, X, 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 X. Zack! Oh, Leute, die uns mal helfen. Wow. Zack! Mit der Armbrust, hey. I'm out. Grab her, let's go. Come on, kid. We got a kid. Oder vielleicht ist es irgendeine Infektion oder so vom Hund, dass wir so am Arsch sind. Das könnte auch sein. Aber endlich mal nette Leute, Alter. Endlich mal keine, die uns aufs Maul hauen oder keine Hunde, die uns beißen, weil sie fressen wollen. Sondern einfach mal Leute, die uns helfen. Dankeschön. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Auf dem Weg. Nice. Bro. Ja, sieht gut aus. Bestimmt haben wir es auf dem Arm von dem so ein paar Stunden gepennt. Ich glaube schon. Ich hoffe auch mal. Aber der nette Mann trägt einen zweiten. Das ist doch so. So kann ich auch in einer Zombie-Apokalypse leben, wenn mich einfach die ganze Zeit jemand rumträgt. Schon chillig. What are you doing out here? Where are the people you're with? There's no chance you made it this long on your own. I don't want them thinking we're doing anything. Wir wurden angegriffen. Wir erzählen die Wahrheit. Ist ja nichts Schlimmes oder so. These folks mentioned what they were after? They might have just wanted food. We were cooking some sort of weasel. Ein Wiesel war das, okay. Damn. That is low. They didn't mention any names, right? They weren't searching for anybody. Wer der die auch verfolgt oder was? Well, ja, da kam schon so ein bisschen rüber, Leute. This is Pete. Hey there. Hi. Peace, bro. I'm Clementine. It's nice to meet you, Clementine. But for now, we're gonna take you back to our group. Ja, da habe ich nichts dagegen. Oh, ein Arzt. Ah, du Assi, Alter, was geht? Es war nur ein Hund. I didn't see any dog, Clementine. Come on, kid. We just saw you with those lurkers back there. Seht's euch an. No, just look at it, please. Yeah, and have you sink your teeth into Pete's neck? No way. My neck? Why am I the one? I don't know. It's a dog bite from a mosquito bite from a lurker bite, man. It's not. Hey, guck, das kann man doch unterscheiden, ob das ein ehemaliges menschliches Wesen war oder ein Hund. All right. Let's see. Whoa, whoa, whoa. Hey, watch yourself. Hey, don't look at me like that. You're the one that's bit here, okay? Ich fühle mich gerade ein bisschen wie Doug in der einen Situation, wo Larry das gesagt hat, er was gebissen wurde. Ah, das sieht man aus, dass es ein Hund war. Ah, guck mal, wie riesig das ist. Das macht doch kein Mensch. Also kein Walker halt. Ich habe ihn getötet. I killed it. What? Really? A dog shows up and bites you and you just kill it? What would you have done? Ja, gell? I don't know. So, oh, danke schön, dass du mich gebissen hast. Hallo. Jetzt chill dich mal.
Ah, das sieht man doch. Yo, Bro. Yes. You telling us the truth? Nö. Aber ja. Ja. Yes. All right, Clementine. That's good enough for me. Well, korrekter Mann. Pete ist richtig korrekt. Der gefällt mir, der Pete. Der ist richtig korrekter Mann. Ich meine, guck mal, der sieht schon richtig swaggy aus. Hat richtig swaggy hairs on seinem Kopf. Einfach swaggy. Aber du kleiner Schlawiner mit deinen langen braunen Haaren, du gehst mir nicht auf den Sack. Carlos. Ja, genau, wir haben doch einen Arzt. Der wird es doch hundertprozentig wissen. Sorry, sir. Oh, wie sweet. Ja, würde ich auch mal sagen. Wir müssen weiter. Da wohnt ihr? Sieht korrekt aus. I'm fine. Just tired. Well, you better be fine, because I ain't carrying you anymore with that bite on your arm. Don't worry about. Und tschüss. Oh shit. Wirst du mich doch tragen müssen, oder der Pete? Einfach mal zusammenklappt, hey. Was nun? Okay, ganze Silbertrophäen, also das ist noch nicht mal Bronze, aber finde ich ja gut, ne? Der zielt auf mich. Der zielt auf mich. Ich mag das gar nicht, dass der auf mich zielt. You should have put her out of her misery right there. Ich arbeite für niemanden. Don't bite my ass. I'm not. Alter! Keep your finger off the trigger, boy. Whoa! What the Digga. Fuck? Idiot. Every lurker for 5 miles probably heard You're the that. One telling me to fucking shoot her. Everybody just calm down for a second. Clementine, you okay? Digga! Der hat mich gerade fast erschossen. Oh, I don't know what you're talking about. I just need help. Ich bin 11-jähriges Mädchen, hallo. Now what the hell is wrong with you people? Okay, she's just scared. We're all scared. Danke, Mann. Don't act like we're the ones being irrational because we don't buy this bullshit story. No way she survived out here on her own. Why are we even arguing about this? Let me take a look. Das war der Carlos. Guck dir mal ein bisschen an. Wenn du aus bist, wirst du sagen können, dass es nicht von einem Menschen stammt. Okay, go ahead, he's a doctor. Wie so ein kleiner, wie so echt zu so einem kleinen Kind so. Er ist Arzt, ist schon okay. Ah. Damn, that must have hurt. Damn. Ah, das. Entschuldigung, also das sieht man doch aus 100 Metern Entfernung. Whatever it was, it got you good. Oh ja. Scheiß Köter, scheiß Sam. When you're bit, you get put down. End of story. I'm not going through this again. No one suggesting that. We could take her arm off. Das funktioniert nicht. I know that worked for a cousin down in Ainsworth. Was? Try that. Das hat geklappt. Oh, hätten wir das damals mit Lee gemacht, dann musst du dich wenden. It's crazy. No one's going to volunteer to do that. Ein Arzt. I would, if it means saving her life. Then what? How would we know it worked? Just let us hilf mir. Right? Aren't you supposed to help people that are hurt? Was ganz ein bisschen assi, wie sie es betont hat. Just a dog bite. That's all it was. We'll know soon enough, young lady. Das mit dem Arm abnehmen hat echt. Das hätte die Story ja voll beeinflussen können. Sarah, oh, ein anderes kleines Mädchen. Stay inside. Wow. Hätten wir mal eine Bekanntschaft machen können mit jemandem, der vielleicht ähnlich alt ist? Hilf mir und ich gehe. Hilf mir und ich gehe. I don't mean to be any trouble. I just want to stop the bleeding and then I'll go. Ja. Natürlich wäre eine Gruppe mir lieber, aber wenn sie es nicht wollen, dann. And where exactly would you go? Ich kann auf mich selbst aufpassen. Wir müssen hier unsere Balls zeigen, Alter. I understand you're scared. And I feel terrible delaying treatment. We've got to be sure. Das ist doch kein Biss von einem Walker, da wäre ich doch schon lang geturnt. So. What do you think? Was it a lurker? A bite like that could be anything. Only one way to find out. How? We wait. What?
By tomorrow morning, if the fever set in, we'll know if she's gonna turn. In the meantime, we can lock her in the shed. Oh, in Schuppen sperren. Naja, besser als nichts. Besser als töten. It needs to get cleaned and stitched and bandaged. The girl is in bad shape, Carlos. We have all that stuff inside the cabin. We could probably get by. Alvin, please. Oh, es ist wieder so, so ein paar sind so voll korrekt und passen so. Hallo, Infektionen? Toller Arzt, bist du Carlos? I'm sorry. It's the best we're gonna get. Finger off the trigger, son. Oh ja. Don't be like that, man. It's all right. Boy's got his mom's temper. Come on. Dann wäre ich in so eine Scheune gesperrt oder in was von was Scheune? Ja, 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 halt die Fresse da hinten, du träges Stück Kaka. Das war ein Hund wirklich. It was a dog. You'll see. I guess we'll find out in the morning. Ja. If I last that long, und ich werde recht halten. Maybe you could go look for it? I wish I could. I really do, but it's too risky. Ja, vor allem ist es schon ziemlich weit weg, denke ich mal. Oh ja, da werden wir jetzt die ganze Nacht drin verbringen dürfen. Wow. Aber wenigstens können wir da drin schlafen. Dann würde ich mal sagen, rein da in die gute Stube hier. Ja, der hat seinen Finger wieder am Abzug, der Pisser. Tschüss. Nicht mal ein Bett oder auf den Boden legen. Ja, toll. Dankeschön. Tolle Gastfreundschaft. Ah, doch, da ist irgendwas zum Drauflegen. Oder was war das? Oder auf dem Boden? Einfach schlafen gehen, Bro. Was anderes kannst du hier drin eh nicht machen. So. Hier können wir ein bisschen was machen. Hier ein bisschen durchsuchen und so. Machen wir natürlich auch. Wenn wir schon mal hier drin sind, können wir das natürlich auch tun. Vielleicht finden wir irgendwas Nützliches. Vielleicht können wir uns selber verbinden. Ein Angelkasten, ja super. Gehen wir Runde angeln. Not much left in here. I guess if I have to, I can use this. Okay, wir sollen es tatsächlich selber nähen. Das war eigentlich eher so als Witz gedacht oder so. Was ist denn das? Können wir das aufmachen? Nee, geht nicht, okay. Ja, wenn es mit dem Messer nicht geht, wird es auch durchs Ziehen nicht gehen, denke ich mal, ja. Okay. Ja, wir sollen es jetzt echt selber nähen. Ein Anker, den kannst du auch benutzen zum selber nähen. Ja, sieht gut aus. Klasse. Eine Schwimmweste. Wow. Very impressive. Stecktafel. Was Besonderes? Ne, sieht nicht so aus. Ein Schraubstock. Sollen wir da so einen Arm reinzwängen oder was? Nee, natürlich zum Glück nicht. Na, was ist hier oben? Ein Hammer. Hier können wir. Komm, das schaffst du. Clementine, wie dumm bist du? Clementine, Mensch. Die kann man nichts anfangen. Ausklappen, Tisch. Jetzt kannst du da hoch und dann kannst du dir den Hammer holen. Oder? Ja. Und da ist noch irgendwas. Was wir aber anscheinend nicht brauchen. Nimm dir den Hammer, Bro. Komm jetzt. Das war ein bisschen laut. Wir haben wieder voll auf den Arm gefallen, Alter. Scheiße. Jetzt nimm dir nicht den Hammer. Wegen diesem scheiß Hammer sterben wir hier noch. Nur wegen dem Hammer verrecken wir echt noch, Alter. So, jetzt haben wir einen Hammer. Wie sollen wir uns selber nähen? Bräuchten noch irgendeine Nadel oder sowas? Warte, in dem Brett vielleicht ein Nagel? Ist sonst noch irgendwas? Nee. Jetzt haben wir einen Hammer, stimmt. Aha, tatsächlich Nagel, oder? Achso, ich habe gesagt, ich will einen Nagel da rausziehen. Ah, und pink. Einfach pink. Viereck. Ich sag immer pink, früher habe ich immer pink gesagt, weil ich mir Farben einfach besser merken konnte als Zeichen. Tritt dagegen. Jetzt haben wir da ein kleines schönes Luftloch.
Und... Ja, wieso gehen wir jetzt? Okay, anscheinend will das Spiel, dass wir hier weggehen. Warum auch immer, verstehe ich nicht ganz. Ich wäre jetzt persönlich die ganze Nacht da geblieben einfach. Und wir sollen jetzt einbrechen, oder was? Oh, Digga, das kann schon nicht bringen. Eigentlich sollten wir das nicht bringen, aber okay. Wenn Clementine meint, das tun zu müssen. Finde einen Weg in die Tür und hole eine Nadel Peroxid und ein paar Verbände. Okay, das sieht mir nach Hintereingang aus. So, wie das Fenster rein? Ich glaube, es wäre aber lauter. Oder? Ich will mal durchgucken eigentlich. Nee, geht auch gar nicht auf. Oh, Walker. Versuch mal hier. Geht das auf? Sieht nicht so aus. Das Fenster hier? Irgendwas muss doch hier aufgehen. Oh Mann, Clementine. Was für eine Action hier schon wieder, ey. So, hier einmal ums Haus. Hier ist noch ein Fenster. Das geht bestimmt auch nicht auf, oder? Da kommen wir kaum noch hin. Das kommen wir erst recht nicht hin. Würde ich mal sagen, oder? Ja, ist zu hoch. Ist klar. Jetzt sind wir beim Vordereingang, was ich eigentlich nicht so... Also fast beim Vordereingang. Was ist hier? Sperrholz. Geht's da? Gibt's da einen Geheimgang? Ein Geheimgang. Aber aufpassen. Nicht zu laut sein. Mit dem Hammer. Zack. Raus mit dem Scheißdreck da, Hanne. Will nicht im Bild, das nicht mehr sehen. Okay, die Walker haben uns noch nicht wirklich bemerkt. So, jetzt nochmal. Aha! Loch im Gitter. Das heißt, wir sind schon mal unterm Haus. Wie sollen wir jetzt von hier reinkommen? Ist wohl irgendeine Tür oder irgendein Loch gibt? Gruppentreffen in 5 Minuten. Das ist eigentlich gut für uns, oder? Dann sind die alle auf einem Fleck. Eine Falltür. Versuch's mal so. Nee. Mit dem Messer bestimmt nicht. Dann mit dem Hammer. Okay, dann doch mit dem Messer. Was will die mit dem Messer machen? Okay, X-Bam. Das war ein bisschen arg laut und mein Messer ist kaputt. Aber die Falltür scheint offen zu sein. Ja, sehr schön. Jetzt sind wir im Haus also. Wir müssen da jetzt was, Perotoxin oder irgendeine Scheiße und Nadel und was auch immer. Ich würde sagen, Leute, mitten im Gespräch von denen, würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da. Schaut in die Playlist auf den Kanal vorbei, wenn ihr Bock auf mehr habt. Dann würde ich sagen, hoffentlich seid ihr auch im nächsten Mal wieder dabei. Peace up und haut rein.